Der zweite Mann im Staat sorgt für Aufsehen. Gestern Abend trägt sich der Bundestagspräsident ins Goldene Buch der Stadt Memmingen ein. Anschließend besucht er den Neujahrsempfang der Memminger CSU auf Einladung von Josef Miller. Norbert Lammert hält eine Grundsatzrede. Frei, rhetorisch, brillant. Seine deutliche Kritik an Schwarz-Gelb wiederholt er nicht. Nach Weihnachten hatte der CDUler die neue Regierung gerügt. Konkret, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz enthalte zweifelhafte, schlicht misslungene und nicht vertretbare Regelungen. Was macht Ihnen eigentlich mehr Sorgen, dieses sogenannte äußere Erscheinungsbild, also die Streitereien innerhalb der Koalition oder dann doch die konkreten politischen Entscheidungen, beispielsweise Wachstumsbeschleunigungsgesetz? Die vermeintlichen Streitereien besorgen mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde, hier gibt es auch eine Mischung von Oberflächlichkeit in der Kommentierung und manchmal auch einen Mangel an politischer Kultur. Demokratie ist kein Verfahren zur Vermeidung von Streit, sondern ist im Gegenteil ein Verfahren, um unvermeidlichen Streit in einer Gesellschaft in einer geordneten Weise auszutragen und am Ende zu Entscheidungen zu kommen, die für alle nachvollziehbar und im Übrigen ja auch für alle verbindlich sind. Wichtiger ist, dass man das, was nun in der Sache selbst beraten und entschieden wird, auf Haltbarkeit, auf Zweckmäßigkeit, auf Zukunftsfestigkeit abklopft. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass man neben dem Eindruck, dies und jenes sei ganz gut gelungen, gelegentlich auch den Eindruck hat, da gibt es auch das ein oder andere, das nicht so gut gelungen ist. Norbert Lammert wirbt für eine politische Streitkultur, kritisiert die zockenden, uneinsichtigen Banker und empfiehlt den Deutschen vor allem eins, mehr Selbstbewusstsein. 2010 werde ein sehr schwieriges Jahr, aber wir können es schaffen, wenn wir nur wollen. Denn, so Norbert Lammert weiter, zum einen seien viele Horrorankündigungen 2009 nicht eingetroffen. Und zum Zweiten, wir haben gerade im vergangenen Jahre 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Das heißt, an 60 Jahre erinnert, die ganz offenkundig die wahrscheinlich glücklichsten Jahre sind, die es in diesem Lande überhaupt jemals gegeben hat. Uns ist auch im internationalen Vergleich in diesen Jahrzehnten bei ähnlichen Aufgaben und Herausforderungen manches offenkundig noch besser gelungen als manchen unserer Nachbarn. Und deswegen sollten wir das nicht unterschätzen, was wir noch an Problemen lösen müssen, an Herausforderungen, die wir vielleicht auch noch gar nicht alle kennen. Aber wir haben schon Grund zum Selbstbewusstsein und auch zur Zuversicht, dass wir damit fertig werden können. Als Norbert Lammert fertig war, gab es Applaus vom CSU-Publikum, auch für diesen Satz. Ich habe schon als junger Abgeordneter immer nach dem Warum gefragt, so der Bundestagspräsident. Das hat, nebenbei bemerkt, nach der heftigen Kritik jetzt wohl auch die neue Regierung mitbekommen. Bleibt zum Schluss nur noch die Frage, Kritik vom Präsidenten des Deutschen Bundestages auch 2010? Sie sind seit 2005 Bundestagspräsident. Wir dürfen gewiss sein, Sie werden auch in Zukunft sagen, was Sie denken. Ja, ich habe das ja auch nach meiner Wiederwahl in dieses Amt ausdrücklich versprochen. Insofern werde ich mir Mühe geben, mich an diese Ankündigung zu halten.